Hallo Leute und willkommen zurück zu Harveys Neue Augen. Mal wieder. Und wir sind hier ein ganzes Stück weitergekommen das letzte Mal. Und jetzt ist halt die Frage, wie können wir Ednas Spuren verwischen? Und sie meinte zuletzt, wir sollen als erstes uns um den Luftballon hier kümmern, der hier hängt. Ja, und ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal mit allem aus, was wir so haben. Oder gehen mal nach oben und schrauben das ab. Ich glaube, wir müssen da mal, können wir mal hier hingehen. Wir gehen mal hier hin und gucken mal, ob wir da was machen können. Eine einzige Schraube hielt die Kette des Kronleuchters. Ergab sich hier vielleicht eine Möglichkeit, an Ednas Ballon zu gelangen? Ja, vielleicht. Mit dem Ritterschwert vielleicht? Das war sicher nicht das ideale Werkzeug, um die Schraube zu lösen. Lilly brauchte eine Art Schraubenschlüssel. Aber wir hatten doch auch mal einen, oder nicht? Ich gehe jetzt noch mal in den... Warum ist da ein gruseliger Clown? Warum ist ein Clown hier im Kloster, der aber sehr deprimiert und traurig guckt und uns dann wahrscheinlich in 2 Minuten die Kehle aufschlitzt? Du... Ikit, noch eins von der Sorte. Verzieh dich. Ich bin heute nicht zu Scherzen aufgelegt. Clown? Du wunderst dich wahrscheinlich, was ich hier zu suchen habe, oder? Mein Name ist Ernst. Der lustige Ernst. Und ich habe mich hier als Kindertherapeut beworben. Aber nein, die Oberin hat schon einen anderen gefunden. Diesen Dr. Marcel. Oh Gott. Ein Irrenarzt. Ist das zu fassen? Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Das habe ich nun davon, dass ich auf Psychologe umgeschult habe. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. Seit Monaten warte ich auf ein Engagement. Ich hätte lieber Klempner bleiben sollen. Ja, Fröhlichkeit. Was? Gefällt dir meine Laune nicht? Soll ich jetzt ein paar Kunststückchen vorführen oder was? Mir geht's halt mies, weil meine Therapieidee gefloppt ist. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. So ein Dreck. Kunststückchen. Was? Du willst Kunststückchen. Nicht wahr? Ich wusste, dass ich das nicht hätte sagen dürfen. Okay, ich schlag dir einen Deal vor. Ich knote dir eine lustige Figur aus einem Ballon und du gibst dann Ruhe, okay? Aha. Also, was darf es denn sein? Ja, eine lustige Figur. Ich möchte einen Pterodactylus, Giraffe, Pudel. Oh, einen Schraubenschlüssel. Ein Schraubenschlüssel natürlich. Ew. Einen Schraubenschlüssel? Warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. Hey! Aber ob der so hilft aus Luftballon? Ich will einen Pterodactylus. Ein Pterodactylus also. Immer das Gleiche. Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Oh, jetzt ist unser Schraubenschlüssel kaputt. Ein Hypercube. Einen Hypercube? Die Dinger mache ich nicht mehr. Ich renke mir dabei immer die Schulter aus. Wie geil. Menschen-DNA. Hey. Das menschliche Genom? Sehr witzig. Das ist doch noch gar nicht entschlüsselt. Ja, dann machen wir halt nochmal den Schraubenschlüssel. Einen Schraubenschlüssel? Warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. Und jetzt tschüss. Klempner? Dr. Marcel, Zigaretten. Was starrst du so auf meine Zigaretten? Die sind nichts für zart beseitete Kinder. Verstanden? Alles klar, Dr. Marcel. Frag mich jetzt bitte nicht nach diesem Dr. Marcel. Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Er ist ein verbitterter, böser Mann. Es ist überall bekannt, dass er Kinder hasst, seit er von einem kleinen Mädchen die Treppe hinuntergeworfen wurde. Ha! Geschieht ihm ganz recht, dem alten Fatzke. Ja, Klempner. Früher war ich Klempner, jetzt bin ich Seelenklempner. Was gibt es da nicht zu verstehen? Ballon? Nee, das lassen wir mal. Gut, dann haben wir das. Aber ich glaube nicht, dass mit unserem Ballonschraubenschlüssel das jetzt funktioniert. Das glaube ich nicht. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Schraubenschlüssel, Kronleuchter. Oh Gott, aber er sitzt doch da drunter.
Vielleicht müssen wir ihn irgendwie erstmal da weglocken. Nicht, dass er einen auf die Glocke kriegt. Was Lilly nun tat, entbehrte eigentlich jeder Logik. Und sie hörte bereits die Aufschreie der Online-Rezensenten. Aber sie tat es trotzdem. Oh, und das hat sogar funktioniert. Oh Gott, ich hab den Die Online-Rezensenten klangen heute etwas heiser. Vielleicht sollten sie weniger rauchen. Ich hab den Clown getötet. Sorry. Bin irgendwas ins Spiel geflogen. Hab ich den Clown getötet? Oh nein, und da sind auch schon wieder diese Gnome. Was? Das ist der Ballon. Wo ist er denn? Er ist weg. Ich hab ihn einfach... Oh. Ich hab seine Zigarettenpackung. Immerhin. Der Clown hatte seine Zigaretten einfach liegen gelassen. Er musste wohl sehr in Eile gewesen sein. Also hat er überlebt, hat einen auf die Glocke bekommen und ist weg. Okay. Der Ballon muss weg. Geschafft. Jetzt fehlten noch zwei Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Okay. Der Kronleuchter lag kaputt und nutzlos am Boden. Nun würde Lilly nie mehr darauf schaukeln können. Was natürlich das Wichtigste an dieser Situation gerade ist. Ja, wir lassen hier diese kleinen Viecher das Blut wegwischen, ne? Und was wollte sie dann noch? Sie wollte oben bei der Uhr das erledigt haben. Zum Rundgang. Nee. Hier war da, ich war doch gerade noch da. Immer gehe ich falsch. Nee. So, hier will ich hin. In den Schlafsaal zum Klosterflur. Ja. Hier die Knallfrösche. Wie komme ich denn daran? Capo, hilf mir mal. Psst, Lilly, ich muss dich unbedingt was fragen. Okay. Magst du mich eigentlich? Aha. Gott sei Dank. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Es geht um meine Gefühle. Oh Gott. Und ich möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wow, ich bin ganz aufgeregt. Okay. Ganz ruhig, Capo. Also, würdest du diesen Brief hier Shai übergeben? Aha. Ich muss sie unbedingt treffen. Also, gib ihr einfach den Brief, ja? Mann, das ist so toll von dir. Du bist wirklich die Beste, Lilly. Wie ich solche Situationen hasse. Und sie mag ihn ja eigentlich. Okay, dann Liebesbrief. Was sagt sie dazu? Ja. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Capo, du Idiot. So, und jetzt die Knallfrösche. Wie komme ich da ran? Hurra! Lilly hatte Ednas Knallfrösche gefunden. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Vielleicht muss ich auch nach ganz oben? Der Gargoyle hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Weiß es doch nicht. Wie komme ich denn da ran jetzt? Kann ich das als Frisbee benutzen? So konnte Lilly die Knallfrösche garantiert nicht von der Statue holen. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz und ihre Leitung zu lang. Vielleicht müssen wir auch erstmal das mit der Frisbee machen. Frisbee sag ich schon, mit dem Liebesbrief. Damit er uns hilft. So, weißt du? Doofe Shai. Na, Shai, die kriegt jetzt einen Liebesbrief. Hier, freudigen Keks. Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Nee. Lilly zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Capo nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange, ein Skorpion oder Milzbrandviren. Schließlich entschied sie sich, Shai den Brief doch zu geben. Aha. Hui, der ist ja von Capo. Ein Date? Wie aufregend. Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. So ein Glück. Okay, dann so ein Glück. Ja, vielleicht hilft er uns ja jetzt, wo er weiß, wir haben das gemacht. Dann gehen wir mal zu ihm. Capo. Oh, jetzt reden die beiden da miteinander. Und ich glaube, wenn wir die Knallfrösche runterholen, dann fallen die direkt auf die beiden, kann das sein? Capo und Shai. Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald
würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Scheißhaare anfangen auszufallen. Ach Gott, ja. Ach ja. Die Liebe. Ach, ist das schön. Und was freue ich mich darauf, das zu zerstören. So, dann wollen wir mal die Knallfrösche auf die beiden runterjagen, würde ich sagen. Wie machen wir denn das mal? Wie machen wir das mal ins Klassenzimmer? Nee, ich gehe mal nach oben. Ich glaube, ich könnte von oben könnte ich das gut schaffen, weil man da halt hin kann. Und es muss ja auch einen Sinn irgendwie so. Irgendwie, oder? Oh. Nee, oder können wir die fleischfressende Pflanze irgendwie benutzen? Das wäre auch schön. Ach, es muss doch hier irgendwie eine Möglichkeit geben, die Knallfrösche und so. Man hat hier den Kaminhaken. Können wir den Haken irgendwie... Der Haken war nur für die Teekanne bestimmt. Okay, nur für die Teekanne. Ich habe aber keine Teekanne. Ich habe aber einen Ballon. Vielleicht kann ich den ja auch benutzen. Der Haken... Und da ist auch noch eine Halterung. Halterung? Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Mehr Licht. Können wir vielleicht das hier anzünden, das Glas mit Alkohol, so als Lampe oder weiß ich nicht? Lilly hatte gehört, dass Alkohol keine Probleme löst. In diesem Fall stimmte das. Das stimmt. Rauffaserleinwand, Ballon. Oben an der Wand schien ab. Ja, was kann man denn da mal machen? Was kann ich mit dem Kamin machen? Ist da ein Feuerzeug drin? Lilly hatte keine Ahnung, wie man raucht. Aber sie wollte es auch noch nicht aufgeben. Morgen. Vielleicht. Okay. Ja, dann komme ich da ja doch irgendwie nicht so wirklich weiter, ne? Es kann doch nicht so schwer sein. Da die dusseligen Knallfrösche. Komm ich denn da mal ran? Die Schuluhr war außer Reichweite. Vielleicht irgendwie doch ein anderer Weg? Oh Gott. Birgit hatte ihre Arbeit offenbar niedergelegt. Aber das Banner mit dem Puma-Motiv hatte sie noch fertiggestellt. Schade, dass Lilly ihr nicht mehr für die gelungene Arbeit gratulieren konnte. Ach, schön. Mal Banner. Na, dann nehmen wir das doch mal mit. Ja. Birgit, wie geht's ihr denn so? Ja. Gerecht. Gerechte Strafe. Die hat es nicht ordentlich gemacht. Ne? Da kann man sich auch mal erhängen. Das ist so. Das kennt ja jeder von uns. So. Zur Sammlung nochmal. Können wir nicht viel machen, oder? Kann er uns irgendwie helfen? Pfadfindertruhe? Wacht er auf? Können wir uns hier vielleicht noch was nehmen? Komm. Hey! Lass die Finger davon! Das ist meine alte... Bla, bla, bla. Schlaf mal weiter. Hey! Das ist... Die gibt ja nur Pfadfindern. Muss ich vielleicht was machen, damit ich Pfadfinder bin? Ach so, und können wir die Masken wieder nehmen? Lilly widerstrebte es dem alten Mann, seine Erinnerung wieder zu nehmen. Er hatte doch sonst nichts. Ja. Das stimmt. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Das ist das, das ist das. Also bestimmt könnte man hier nochmal irgendwie rankommen, aber vielleicht kriege ich ja noch einen Pfadfinder irgendwas, damit er das weiß. Oder hier, Ritterschwert. Bitteschön. Lilly hätte ja gerne noch eine Anekdote gehört, aber sie wollte den alten Mann nicht aufwecken. Ja, okay. Vielleicht kommen wir auch hier gerade nicht weiter. Lilly wollte sie bald und voll. Ach. Die Knallfrösche. Kann ich vielleicht da was holen? So konnte Lilly wieder einmal. Ja, ich probiere jetzt einfach mal mit den Murmeln abwerfen. So konnte Lilly wieder. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich das von oben machen muss, weil oben ja auch noch diese Halterung ist und so, oder ob ich von hier unten was machen soll, weil man von oben halt das gar nicht sehen kann. Aber oben ist Feuer und Knallfrösche und so. Also oben ist der Kamin. Vielleicht kann man sich dann da Feuer holen und die Dinger dann hier anzünden, weil dann sind sie ja auch weg, ne? Wenn sie die irgendwie wegballert. Wartungsklappe. War ich da überhaupt schon mal drin, ne? Hä? Ach, jetzt bin ich ja hier oben. Ich war ja... Hä? Okay.
gut, warum nicht gleich so? Komm, kannst du da nicht hin? Hurra! Lilly hatte Ednas Knallfrösche gefunden. Wie waren die? Ja, nimm die mal. Kannst du da nicht? Nee, sie kann nur da, aber immerhin bin ich so weit gekommen mit dem Ritterschwert. Das Schwert war fast lang genug, um damit an die Knallfrösche zu gelangen. Mhm. Leider nur fast. Lilly brauchte wohl eine Art verlängerten Arm. Was mache ich denn damit? Lilly durfte ihre Sachen... Ja, okay. Ein verlängerter Arm. So konnte wieder... Tollkirschen. Das irgendwie mit irgendwas kombinieren. Lilly liebte diese Nee, im Leben hätte sie es übers... Ja, ich will das auch nicht zerschneiden. Ich weiß ja auch nicht. So konnte Lilly wieder... Ich brauche irgendwas, womit ich dieses Schwert verlängern kann. Muss ich dafür dann doch an diese Musketengeschichte von dem alten Greis vielleicht? Nee, aber gut zu wissen, dass ich hier hin kann und dass sie dann da oben rankommt. Vielleicht, weiß ich nicht. Können wir hier das Banner hinhängen? Puma-Banner. Tada! Ah, das nenne ich mal ein vortreffliches Motiv. Effektiv und kontrolliert. Von mir. Ein Symbol der vollkommenen Selbstkontrolle. Das bin ich. Wie die Leitung dieses Klosters. Genau. Das wird dem Doktor imponieren. Ne? Komm mit, Lilly. Birgit hat eine weitere Auszeichnung verdient. Ihr Fleiß und ihre Zuverlässigkeit sollen festlich belohnt werden. Die ist tot. Geht nicht. Lilly hätte vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Ein Fest hatte es schon lange nicht mehr im Kloster gegeben. Oh Gott. Als Lilly das Klassenzimmer betrat, hatte die Oberin bereits mit der Zeremonie begonnen. Es war ein schönes Fest. Seltsam war nur, dass Birgit nirgendwo zu sehen war. Ja, seltsam. Und somit verleihe ich dir das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Deine Fähigkeiten im Kicken und dein herausragendes Pflichtbewusstsein sind ein Vorbild für deine Mitschüler. Du, Birgit, bist das Paradebeispiel dafür, wie durch eine strenge, konsequente Führung Höchstleistungen zustande gebracht werden können. Ah, Lilly, nimm dir ein Beispiel an deiner Mitschülerin und räum hier auf. Mhm. Wenn doch nur alle Kinder so pflichtbewusst wären wie Birgit. Das Fest war nur kurz gewesen. Lilly hat es trotzdem gefallen. Oh, dies war so schön. Dies war vielleicht der schönste Tag in ihrem Leben. Wahrscheinlich. Mehr kommt da auch nicht. So, wir nehmen mal die Partytorte. Diese Torte gebührte einzig und allein Birgit. Lilly verdiente nicht einmal, den Tortenboden abzulecken. Ach so. Na gut. Aber das Pfadfinderabzeichen, Leute. Yay! Lilly fand, dass das Pfadfinderabzeichen viel zu kostbar war, um hier offen herumzuliegen. Sie steckte es sicherheitshalber ein. Prima! Und jetzt sind wir Pfadfinder und können uns doch das andere da holen. Das ist ja cool. Alles richtig gemacht. Zufällig. So, gehen wir zur Sammlung. Pfadfinderabzeichen. Ha! Warte, vielleicht können wir es uns auch direkt so nehmen? Hey! Lass die Finger davon! Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Aber bin ich doch. Guck, hier mein Pfadfinderabzeichen. Guck. Aber das ist doch, das goldene Pfadfinderzeichen am Bande. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mir hier ein waschechter Pfadfinder gegenübersteht. Pfadfinder. Ich war nämlich auch mal bei den Pfadfindern, weißt du? Ha, da leckt mich doch einer an meinen Sachen bedienen. Die liegen gleich da hinten in der Kiste, weißt du? Denn unter Pfadfindern gibt es keine Sachen wie Besitz und...
Mhm. Ja, nimm dir mal den Kram jetzt. Ich hoffe, es ist jetzt lang genug. Was ist da noch drin? Pfadfindermesser. Geil, Pfadfinder-Truhe. Okay, da ist doch noch mehr, oder? Ist da nichts mehr? Komm. Okay. Mehr war da nicht drin, Pfadfindermesser. Also ich glaube, ich habe hier alles verdammt richtig gemacht. Und bestimmt ist das Ding jetzt auch vielleicht lang genug. So konnte Lilly wieder ein... Kannst du das aber kombinieren? Lilly durfte ihr... Nein. Kannst du das Messer an sich nehmen? So konnte Nein. wieder... Nein. Ach komm. Lilly durfte... Nee, das Schwert mit... Hm? Lilly... Und das Schwert damit? Lilly... Oh Mann, ich hab gedacht, das ist jetzt lang genug. So konnte Lilly die wieder einmal... Das Schwert soll doch aber mit was kombiniert werden. Lilly, nee, im... Lilly... Lilly... Ich hab jetzt mal alles ausprobiert. So konnte wieder... Oh Mann... Schuluhr? Kann ich die vielleicht damit... Das Messer war zu kurz, als dass Lilly es in den Zeiger der Uhr stecken konnte. Schade. Ihr hatte die Idee gefallen. Mhm. Auch das ließ sich partout nicht am Zeiger befestigen. Lilly hätte natürlich auch erst nachdenken können. Aber solange niemand eine Animation für die Uhr zeichnete, brauchte sie sich auch nicht zu beeilen. Genau. Können wir dann mal machen. Lilly wollte sie's ja. bald und ach. Mann, oh, ich habe jetzt gedacht, ich komme weiter. Aber wir kommen auf jeden Fall bestimmt weiter im nächsten Part von Harveys Neue Augen, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.